Ah ja. Also aufsteigen. Ach, der kann aufsteigen. Ja, der ist Kampfmagier. Während sich einige Magier auf Zauber spezialisieren, durch die sie aus der Distanz in den Kampf eingreifen können, stürzen sich Kampfmagier am liebsten an der Seite ihrer schwer gerüsteten Gefährten in die Schlacht. Sie genießen es, ihren Gegnern so nahe zu sein, dass sie die Angst in ihren Augen sehen können. Die Zauber der Kampfmagier dienen sowohl ihrem persönlichen Schutz als auch der Kontrolle über die Elemente in ihrer unmittelbaren Umgebung. Hört sich nicht so schlecht an. Arkaner Krieger. Unter den alten Elfen gab es Magier, die ihre magischen Fähigkeiten so ausgebildet hatten, dass sie ihre Kampfkünste verstärkten. Durch die Kanalisierung von magischer Energie in ihre Waffen und Körper wurden sie auf dem Schlachtfeld zu schrecklichen Gegnern. Obwohl die vorherrschende Meinung ist, dass diese Kunst für immer verloren ging, könnte sie doch in den vergessenen Winkeln der Welt noch immer existieren. Arkane Krieger können lernen, ihren Magiewert einzusetzen, um die Stärkevoraussetzungen zum Tragen hochstufiger Waffen und Rüstung zu erfüllen. So, dann machen wir natürlich eine Kombi aus Kampfmagier und Arkaner Krieger, das bietet sich ja an. Sonst müssten wir die Punkte ja verstreichen lassen. So, Aufstieg, 4 Punkte. Und da der Typen Magier ist, mit Magier fix was Tolles zaubern, nehmen wir einfach mal die verbesserte Runenherstellung. Und die können wir dann noch nicht nehmen, weil da braucht er Level 24. Aber wir haben noch 3 Punkte frei. Also machen wir Bonus auf Mana oder Ausdauer. Was in dem Fall hoffentlich Mana ist. Kann er auch nur eins. Dann machen wir Kräuterkunde, hat er eh schon eins. Machen wir hier mal so ein Miraculix. Jawohl. So. Und 10 Punkte in Aufstieg. Das kann ja wieder dauern. Machen wir es mal ein bisschen schnell. Heilung ist extrem wichtig. So. Veränderung. Ja. Ich mag Beständigkeit. Arkaner Krieger. Geben wir mal schimmernder Schild. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Es sei denn, ihr wollt das, dann schreibt es in die Comments, weil das würde sich sonst ewig hinziehen. Kampfmagie, Aura der Macht, schimmernder Schild und Mantel des Nichts. Das lese ich mal vor. Während Kampfmagie aktiv ist, existiert der Arkane Krieger nur noch teilweise in der physischen Welt. Durch die Überwindung der Kluft zwischen der realen Welt und dem Nichts erhält er Boni auf Mana-Regeneration und die Chance, Angriffen zu entgehen. Ja. Urtümlich. Da hat er schon 3 auf Eis. Da gehen wir mal den 4. Mal dazu als Bonus. Den Schneesturm. Den kennt man ja bereits. Und Blitze gibt es jetzt auch. Hitzeblitze. Der Zauberer verschießt einen Blitz auf ein Ziel und fügt diesem Elektrizitätsschaden zu. Auch Verbündete können davon betroffen sein, was ja nicht so toll ist. Davon auch. Steinrüstung, das wäre doch mal was. Und eine Steinfaust wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So. Alles klar, dann geht's mal weiter. Hier liegen die alten Schergen rum, Bin schon unterwegs. die er gerade gebraten hat. Was erwartet uns denn hier? Ein Überlebender? Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass der weiterlebt. Bringt euch in Sicherheit, schnell! Der Bauer sei Dank. So, ach, Quest aktualisiert. Aktualisiert? Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie bekommen, aber die Überlebenden von Vigils Wacht. Finde Überlebende des Angriffs. Du hast einen Überlebenden des Angriffs auf Vigils Wacht gefunden. Suche nach weiteren Überlebenden und rette sie. Aber natürlich. Das ist ja mein Job. Ich war auch am Überlegen, ob ich das Let's Play vielleicht so spielen soll, dass ich das als Böser durchspiele. Das heißt, immer mies, immer fies. Dafür war der Vollbös, da. Im ersten Video hat man ihn gesehen. So. Was haben wir denn hier? Das sieht ja schon mal sehr einladend aus. Wie viel sind das? Sehe ich von hier nicht. 1, 2, 3. Stellen wir uns mal hier ein bisschen abseits. Dann wandle ich mal auf Solo-Pfaden. Und ich hoffe, der Scheiß Magier magiert da nicht allzu schnell herum.
Ach, natürlich macht er genau den Scheiß wieder. Es ist doch zum Kotzen. Bringe ich die anderen jetzt in Gefahr? Die sind ja alle noch recht schwach auf der Brust und ich bin ja noch aus dem Vorspiel, also aus der ersten Kampagne. Noch ein bisschen. So, ich mache erstmal hier an der. Ne, ich knüpfe mir die beiden vor und sie soll sich um Ballisto kümmern. So, da schießt die Ballista auch schon ihre Pfeile ab. Aber ich muss kurz pausieren, um die 4 zu drücken. Nein! Jetzt erstmal. Ach, sie ist gerade nicht ausgewählt. Jetzt erstmal alle wieder hier verstecken. Jetzt stöhn hier nicht so rum. Also, stöhn hier nicht so rum. So. So ein Luder. Der zaubert die ganze Zeit Heilung. Also, ich habe nämlich noch einen Bogen dabei. Ich habe keinen Bogen dabei. Kacke, ey. Hallo, habe ich noch einen Bogen dabei? Einen Bogen und einen Kurzbogen und Pfeil habe ich auch noch dabei. So, welcher macht mehr Schaden? Welcher hat mehr Reichweite? 26 und der ist gut. Ein Elfenpfeil plus 6 Angriff, Chance auf Betäubung. Oder ein... Hier, Feuerpfeile müssen wir mal loswerden. Oh Gott, wie viel haben wir davon? Kann ich mal eine Zahnstocherfabrik aufmachen? Aber dann brennt die Fresse. Das ist nicht so schön mit Feuerpfeilen. So, egal. Bogen ist ausgerüstet, also... Triggern wir die mal. Erstmal die Kleinen. Das wäre der Bogenschütze. Und wenn man die triggert, dann kommen die auch gerne angescheißert. Das hört sich nicht auf. So, das ist jetzt nicht ganz so spannend wie eine Ultraschlacht, aber ich will das nochmal zeigen, um die Taktik zu verdeutlichen. Dass man nicht immer blind reinlaufen muss. Er schießt jetzt mit Kotzekügelchen auf mich. Das hat wohl noch nicht gereicht. Doch, das hat gereicht. Ja, wunderbar. Hier ab ins Eck zum Schämen. Und jetzt greife ich den mit allen Mitteln an. Das bedeutet Krieg. So. Jetzt doch, geh ich nur hin. Ach, fuck, jetzt habe ich einen Bogen hier. So. Oh ja, das wird ein Spaß. Schnell, wir müssen zum Schlag. Betäuben und reinkühlen. Und tschüssi. Und da hinten steht noch der Typ. Jetzt sind wir mal übermütig und looten hier erstmal mitten in der Schlacht. Im Spiel geht das natürlich, im Dritten Weltkrieg würde ich euch das nicht empfehlen. Meister der Tiere. Da war auch extra ein Bogen gerade in der Kiste. Ein Crossbow. So, droppst du was, du kleiner Mann? Dankeschön. Ein Granat. Und auf geht's durch die dubiose Türe. Die so bewacht war, dass da unglaubliche Schätze hinter sein müssen. Wie zum Beispiel diese Truhe. Und eine Barrikade. Was barrikiert die denn? Eine Tür. Aus Prinzip erstmal prügeln, dann einpacken. Eine schnieke Lederrüstung aus Drago-Leder. Wobei mir einfällt, ich könnte übrigens auch mal die Leute equippen. Ah, es dauert zu lange. Spielen wir erstmal noch eine Runde und dann kommen wir hinterher, wenn hier der Krieg vorbei ist, können wir immer noch gucken. Da geht's nirgends hin. Ach, wir sind wieder hier in der Haupthalle, wo vorhin waren. Und hier ist der Hebel und das und die Tür war verbarrikadiert. Das heißt, da waren wir eh nicht hochgekommen. Also hebeln wir mal. Jetzt haben wir aber Angst. Bleibt ja, wo ihr seid. Ha! Um uns zu töten, braucht es mehr als das, ihr Bestien.
Kommt ruhig wieder, wenn ihr euch traut! Ich habe keine Ahnung, wer das war und was das gerade war.